Was für eine Überraschung, Paulina Rojinski ist verlobt. Das hat das beliebte TV-Gesicht nun in einem Interview beiläufig verraten. Moderatorin, Podcasterin, Schauspielerin und Model, Paulina Rojinski, 36, steht seit knapp 12 Jahren im Rampenlicht, ist regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Doch über ihr Privatleben spricht die Berlinerin mit russischen Wurzeln so gut wie nie, bis jetzt. In einem langen Süddeutsche Zeitung-Interview macht Paulina nun eine überraschend offene Aussage zu ihrem Partner und verrät, sie ist verlobt. Paulina Rojinski überrascht mit Verlobungsaussage, eigentlich sollte es im Gespräch mit Süddeutsche Zeitung über Humor, überholte Frauenbilder, Herzrasen und die Macht der Sterne gehen, titelt die überregionale Tageszeitung. Ersteres Thema entlockt der einstigen MTV-Moderatorin an der Seite von Joko Winterscheid, 42, und Klaas Häufer-Umlauf, 38, aber eine überraschende Neuigkeit, die Paulina bisher für sich behalten hat, dieser Umstand hat auch seine Gründe. Gegenüber Bunte verriet Rojinski im Jahr 2020 zwar, dass sie glücklich vergeben sei. Mein Privatleben möchte ich nur noch für mich behalten und schützen, stellte sie klar. Ihr Management bestätigt die schönen Neuigkeiten, umso überraschender ist da ihre Offenheit im Interview. Auf die Frage, ob die 36-Jährige schon mal mit jemandem zusammen gewesen sei, der keinen Humor hätte, antwortet sie, tatsächlich nicht. Humor war mir schon immer wichtig, und mein Verlobter und ich haben einfach den besten Humor zusammen. Boom, da hat Paulina einfach so nebenbei die Bombe platzen lassen. Ihr Management hat die tollen Neuigkeiten auf Nachfrage von Gala mit den Worten Ja, Paulina Rojinski ist verlobt bestätigt, wer der Glückliche ist, wann genau das Paar heiraten will und mehr Details um Hochzeitskleid und Trauzeremonie wollte die Männerherzendarstellerin aber nicht verraten.